Für die Ruderer galt es heute zum letzten Mal volle Konzentration. Akribische Vorbereitung bis ins letzte Detail für diesen einen Moment. Der Start, ein ganz entscheidendes Detail. Oft fällt hier schon die Vorentscheidung, gerade im Achter. Denn im heutigen Finale ausschließlich Top-Mannschaften. Die ersten 250 Meter, die wir da fahren, müssen schon gut getroffen werden. Wenn da der erste Schlag sitzt und man sich da absetzen kann, dann ist schon mal wichtig, da gut mitzukommen. Das Team aus Minden überließ heute nichts dem Zufall. Nach der überraschenden direkten Qualifikation fürs Finale soll es heute natürlich eine Medaille werden. Uns war schon klar, dass da ja wirklich was gehen kann und auch eine Medaille drin ist vielleicht dieses Jahr. Wir dachten uns gleich im Vorlauf mal zeigen, was wir so können. Und ja, hat ja auch geklappt dann jetzt mit dem direkten Einzug ins Finale. Ich hätte es ehrlich selber nicht gedacht, aber ich bin stolz auf die Jungs, dass wir das gepackt haben und wir greifen jetzt nochmal an. Top-Favorit Hamburg qualifizierte sich gestern als erster direkt fürs Finale. Berlin und Niedersachsen mussten über den Hoffnungslauf gehen. Der Motivation tat das jedenfalls keinen Abbruch. Ich sag mal, zwischen 1 und 5 ist alles drin heute. Da ist wirklich alles drin, das müsst ihr mir glauben. Ja? Und jeder, der nicht dran glaubt, der kann im Prinzip jetzt seinen Sack nehmen und gehen. Dann melden wir nämlich ab. Volle Lotte, alles rein, alles das, was geht. Alles, was geht, muss auch Hamburg geben. 20 Jahre lang kein Titel mehr in der Hansestadt. Das soll sich heute ändern. Der Start, so entscheidend, von allen Teams gut. Jetzt heißt es Tempo aufnehmen. Das tut richtig weh. Man kann es fast hören. Bei Halbzeit die Favoriten Berlin links außen, Hamburg in weiß in der Mitte und Niedersachsen rechts außen gleich auf. Es wird die prophezeite enge Kiste. Aus Sicht der Berliner können sich die Hamburger minimal absetzen, aber reicht das? Es ist der Höhepunkt der Ruderveranstaltung. Alle Augen sind auf die Bahn gerichtet. Hamburg fährt das Ding nach Hause. Darüber Berlin? Nein, Niedersachsen zieht im letzten Moment vorbei, die Hauptstädter mit dem dritten Rang. Gejubelt wird im Hamburger Boot. Eine Wahnsinnsleistung. Circa 20 Jahre und dann... Das ist natürlich ein schönes Erlebnis und ja, kann man vielleicht nochmal daran anschließen irgendwann mal. Es soll eben nicht wieder 20 Jahre dauern, bis der Titel nach Hamburg und die Steuerfrau ins Wasser geht. Nein!